Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute ein kurzes Informationsvideo zu F1 2022. In den letzten Tagen gab es vermehrt Gerüchte zum neuen Formel-1-Game, welches ich euch in diesem Video in unter einer Minute zusammenfassen werde. Das folgende kommt von Tom Henderson. Er ist derjenige, der den Artikel bei xfire.com geschrieben hat, Link ganz oben in der Videobeschreibung. Es soll Crossplay und VR geben, Crossplay kommt auch für FIFA 23. Der Russland-Grand Prix soll gestrichen werden, dessen Vertrag heute mit der Formel 1 offiziell gekündigt wurde, und einen Story-Modus wird es im neuen Game zwar nicht geben, dafür aber wieder 2023 und das aus zeitlichen Einschränkungen. Wer den Russland-Grand Prix ersetzt, ist nicht bekannt. Ich könnte mir Portugal, Katar oder die Türkei als Ersatz-Grand Prix vorstellen. Russische Spieler und Teams werden auch aus FIFA 22 und NHL entfernt. Dafür kommt F1 Live in das Game, wo man unterschiedliche Markensachen kaufen bzw. sammeln kann, um den Fahrer aufzuwerten. Auch Supersportwagen kann man kaufen und gegen andere Fahrer auf Strecken antreten zu lassen, aber nicht gegen die Formel 1 Autos. Die Karrieremodi, also Fahrerkarriere und MyTeam, sollen weiterhin bestehen bleiben. Das ist alles, was ich Stand jetzt herausfinden konnte. Wenn es weiteres gibt, dann lasse ich euch das wissen.